Ja, liebe Freunde, ich grüße euch. Mit der neuen Serie Kölsche Rezepte wollen wir euch zeigen, dass Köln nicht nur eine wunderbare, schöne Aussicht hat, sondern auch Gaumenschmaus bieten kann. Ja, bevor wir hier nass werden, die Wolken sehen nicht gerade besonders gut aus, würde ich sagen, schalten wir wieder zurück zur Küche. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, da sind wir auch schon in der Küche. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt unser zweiter Teil von der kölschen Küche. Heute machen wir kölsche Pizza. Die Zutaten wie immer gleich im Video. Das erzähle ich euch dann. Nur so viel sei gesagt, es handelt sich hier nicht um Hefeteig. So, für die kölsche Pizza brauchen wir folgende Zutaten. Das ist einmal hier Muskatnuss, etwas Mehl, etwas gekochten Schinken, dann Tomaten, Käse, 4 Eier, 3 Zwiebeln zum Würzen, Pfeffer und Salz und natürlich geriebene Kartoffeln. Die Kartoffeln hatte ich ja bereits vorbereitet. Nun schälen wir die Zwiebeln, schneiden die Tomaten in Scheiben. Im Anschluss werden wir den gekochten Schinken in Streifen schneiden. Dann werden wir die leckeren Zwiebeln in den Teig hineinreiben. Achtet hierbei auf die Finger, weil das kann ganz schön wehtun. Und eine Fleischbeilage wollen wir nicht dabei. Es folgen die 4 Eier, etwas Pfeffer, 1 Teelöffel Salz, etwas Muskatnuss nach Geschmack und 2 Esslöffel Mehl. Im Anschluss wird das Ganze vermengt und gemischt und dann ist der Pizzateig auch schon fertig. Leider ist der Teig bei mir etwas zu braun geworden und das könnt ihr auch besser machen. Wir legen nun die fertigen Reibekuchen auf ein Backblech. Belegen diese nun mit dem gekochten Schinken und den Tomaten. Im Anschluss reiben wir noch etwas Käse drüber. Ich habe jetzt hier Parmesankäse. Ihr könnt natürlich auch Edamer, Gouda, Emmentaler Käse nehmen. Das ist euch selbst überlassen. Nachdem wir die anderen Pizzen nun auch belegt haben, kommen die in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen für 10 Minuten. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Wie gesagt, etwas dunkel geworden. Achtet hierbei darauf, dass ihr es ein bisschen heller macht. So, liebe Freunde, anderthalb Stunden hat es gedauert. Hier in der kleinen Küche ist es recht heiß geworden. Ich bin etwas am Schwitzen. Ja, wie ihr gesehen habt, Riefkoche mit Schinken, Tomaten und Käse überbacken, das ist die kölsche Pizza. Wie eben schon erwähnt, die kölsche Küche scheint eine recht arme Küche gewesen zu sein. Oder sagen wir mal so, eine recht einfache Küche. Mit einfachen Mitteln musste man sich damals in armen Zeiten satt bekommen. Dennoch können die Sachen recht lecker schmecken. Dann würde ich sagen, ich haue jetzt rein und ich verabschiede mich und sage bis nächsten Sonntag um 12 Uhr, euer Ando.